Einen wunderschönen guten Grüezi. Willkommen zurück im LS22 auf der Ellegrad. Wir sind hier weiterhin am Walzen. Ich habe hier zwischendurch mal kurz. Das muss ich sagen. Ich habe VCA deaktiviert im Mods und habe GPS aktiviert. Ich weiß nicht, wie gut sich die zwei Skripte untereinander verstehen. Habe aber jetzt die Erfahrung gestern gemacht, dass ich mit GPS auch sehr, sehr gut zurechtkomme. Vor allen Dingen, weil man dann auch Kurse speichern kann und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ne? Ist halt jetzt GPS vom Bobster und finde ich tatsächlich, will nicht sagen besser, aber irgendwie anders, ne? So. War gerade mit dem Deutz im Hof, hab mir noch GPS einbauen lassen, weil das war nicht aktiviert, beziehungsweise nicht konfiguriert worden von mir das letzte Mal. Sieht das Ding aus, für Deibel. Und, dann war irgendwie komischer ein Sound-Error-Fehler, keine Ahnung, ja. Bin bei einem Kuhstall vorbeigefahren und hab gedacht, mir fliegen die Ohren weg, weil die haben dann die Kühe, die machen hier so Sounds, so, so irgendwie was, ne? So. Es war dermaßen laut, keine Ahnung, ja. Was das war, und war hier auch eine Fehlermeldung, die habe ich jetzt leider, Gott sei Dank nicht mehr, im Moment jedenfalls. Mal gucken, ob das wieder kommt, ne? Hab das Spiel neu gestartet und so weiter und so fort. So, wir müssen walzen. Die Walz von der Pulse. So, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Yeah, Baby. Jetzt haben wir auch Dingens drauf. Oh, ich hab Feed. Ah, das nenne ich nix, ne? Ich habe jetzt tatsächlich hier auch die... Die habe ich jetzt Dollar und... muss ich mal gucken gleich. So, wir stehen, keine Ahnung. Wie viel Grad haben wir denn? 100, 180 müssen wir machen. 180. Ah, Gott, ey. Feld 18 ist es. Haben es doch bald, oder? 180 Degrees. Und das ist, schreibt man einfach nur, ich habe einen Tipp gekriegt, einfach nur Feld 18 und dann kann man ja die Breite anpassen. Das ist natürlich sehr empfehlenswert. Vielen Dank dafür. So, dann ist das erledigt, I think. Motor an. So, ich muss also mal gucken hier rüber auf die Konsole, weil ich habe... wo ist das? Ah, hier. Ich sehe aber nichts. Wo sind die Linien? Wo sind die Linien? Ich sehe hier unten links, dass Satellit und alles aktiviert ist. Aber ich sehe die Linien nicht. Ach so. Das muss man hier einstellen. Dankeschön. Jetzt sehen wir es, ne? So, mit Alt und Bild hoch und so weiter kann man natürlich die Fahrlinien etwas verschieben. So, die Walze ist auf dem Boden und Rock'n'Roll. Die kann man auch komplett wegmachen. Ne? Ich musste nochmal ein Hotkey irgendwie auf die Konsole ballern, dass ich dann auch die Linien verschwinden lassen kann. Können wir eigentlich machen, wenn wir die Bahn durchgezogen haben. Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich die Walze anheben, weil die 24 Meter Walze aus den Staaten. Okay, die kann man heben, das ist gut. Wer hier sein Acker so eng an meinen gemacht hat, frage ich auch nicht. Ne? Der wird eh bald gekauft, der wird geschluckt. Das Imperium schläft zurück. Man merkt, ich bin schon etwas älter. So. Jetzt gehen wir gerade nochmal ins Menü. Menü, da kriege ich immer Hunger, wenn ich das höre. Gucken wir gerade mal, ne? Tastenbelegung für der Lililit. GS heißt es, ne? So, GS Auto Drive. Haben wir wieder mit am Stassel. So. An, das ist klar. Ist auch klar. Automatische Breite. Alt R. Also automatische Breite könnten wir tatsächlich auch auf die Dingenskirchens werfen, auf die Seitenkonsole. Aber ich sehe jetzt hier nichts, dass man. Das ist es vielleicht, hä? Rotate geht auch. Ah, okay. Alt und Ende. Da kann man es drehen. Also gucken wir mal, Automat aktivieren. Das habe ich schon auf der Konsole drauf.
Und das hier habe ich auf der Konsole drauf. Jetzt müsste ich noch gucken. Alt-R, wo habe ich denn da Platz? Ja, das ist natürlich irgendwann so weit, dass man nicht mehr weiß, wie viel, was man alles belegt hat auf der Konsole. Toggle Line Display 8, Alt-L wäre das. Dann gucken wir, Alt-L. Alt-L. Ah ja, so kann man sie wegmachen. Das ist also der Befehl. Toggle Line Display. Ne? Mal schnell, ob wir schon irgendwas doppelt belegt haben. Garantiert. So. Das haben wir auf 11 und 13. Auf 15 ist leider mal ein Rohr rausfahren. Das ist nicht so gut. Du musst das umbelegen. Toggle Line Display machen wir dann auf die 15. Das ist nämlich Rohr einen ausklappen. Da müssen wir nochmal jetzt was verstelle, sonst klappt es nicht. Kannst du nur um Stunden dauern, handeln, ja, drehen. Ja, ich weiß, wir sind da immer, oder ab und an sind wir so bei mir dabei, dass wir, hier, dann mache ich das hier auf die 16. Okay, das scheint zu gehen, das ist nicht doppelt belegt. So, back to the Dingens. So, jetzt kann ich das ein- und ausschalten, die Sichtbarkeit, das ist doch schön. So, und dann senken und tschüss. Ne? Er fährt jetzt in der Spur, alles aktiviert, er sitzt unten links. Und jetzt kann ich die Linien anzeigen oder ich kann es lassen. So ist das schön. Oioioi. So macht das Spaß, ne? So, ja, wie gesagt, Autodrive ist ja auch drin. Hab hier jetzt noch gar nichts verbunden, von wegen zum Hof zurückfahren und sowas. Das muss ich so sagen, mache ich alles offline. Das muss ich machen, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe. Wir haben jetzt momentan Dienstagmorgen, das haben wir 20 vor 7 in der Früh. Das heißt, in 20 Minuten beginnt, also ja, Viertelstunde, kann man sagen, muss ich mich auf Homeoffice vorbereiten. Wird der Homeoffice-Rechner angeworfen. Und dann ist Schicht im Schacht mit LS22. Dann erst heute Abend wieder. Was auch interessant ist, wenn das GPS aktiviert ist, kann ich nicht mehr lenken. Ich meine, ich kann schon lenken, aber da breche ich das Lenkrad ab wahrscheinlich. Ne? So. Oh, zu spät gesenkt. Auch nicht schlimm. Ja. Ja, das ist jetzt so ein bisschen eintönig, das Ganze hier. Was haben wir im April? Ich weiß nicht, was ich hier eingesetzt habe. Soja oder Raps, irgendwas von beiden. Von den zwei Dingen da. Ne? So, jetzt ist das gewalzt. Da müssen wir mal gucken. Dann wird es wahrscheinlich danach. Sind wir soweit fertig. Zweimal gedüngt ist es, glaube ich, schon. Dann müssen wir schlicht und ergreifend dann das Unkraut abwarten. Ne? Das Unkraut. Das ist schon richtig machen, ne? Wenn man jetzt nicht ein Nachbar sei, komplettes Feld zerstören will, muss man schon gucken. Wenden in 85 Zügen und dann klappt das auch. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ne? Ich muss gerade was gucken. Moment, ganz kurz. Wie sieht es denn auf dem Feld denn aus? Ich habe keinen Überblick mehr. Wir haben letzten Tage, habt ihr hier mitgekriegt, dann zweimal die Frankreich-Karte und ein oder zweimal USA. Da hat man ja mal schnell den Überblick verloren. Das habe ich ja auch in einer USA-Folge gesagt, dass das eigentlich nichts ist, aber dann muss man halt ja, eine Folge pro Tag, dass man nicht so ganz durcheinander wird. Ne? So, das ist Wachstum. Alles cool. Wie sieht es aus mit Düngen? Hier muss auch noch gewalzt werden. Das ist zweimal gedüngt. Hier ist Unkraut weg. Moment, mal das mal wegklicken. Muss das alles gewalzt werden? Ich drehe am Rädchen. Das muss auch alles gewalzt werden. Ich freue mich. Na gut, Patch, ne? 1.2. Da hast du das, ist das dabei, ne?
egal, man habe jetzt GPS und hat eine relativ breite Walze, das kriegen wir schon auf die Reihe. Man müsste halt ein bisschen Geduld haben mit Papa. Der Papa trinkt jetzt mal was. Weil it's a long way to the other side. Und von vielen Schwätzen kriegt man halt einen trockenen Hals, ist so. Wir haben ein bisschen mehr Platz zum Wende. Das gehört ja bis kurz vor den Bahngleisen uns. Also ich habe jetzt einmal probiert, ich habe ja schon öfter mal oder die Anfrage gekriegt von wegen Safe Game, unter anderem von der Obeleron Frankreich Karte, vielleicht irgendwie in die Videobeschreibung reinzuballern. Ich habe halt keine Ahnung, ich kann jetzt einfach den Ordner in die Videobeschreibung schieben. Also ist ja meine Meinung, weil ich habe tatsächlich Dollar und Miles per Hour, das ist ja nichts. Obwohl ich weiß, was für die Staaten umgestellt habe. Na gut, fällt nicht groß auf, ne? Was wollte ich sagen? Ja, wenn ich jetzt den Atten einfach in die Videobeschreibung hau, da habt ihr nichts davon, weil da könnt ihr dann anklicken, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und bei Discord, da ist zwar so ein, habe ich einen Hinweis gekriegt von euch, vielen Dank dafür, dass da so ein Pluszeichen neben der Texteingabestelle ist. Da kann man auch Dateien hochladen, steht dann da. Allerdings, wenn ich dann den kompletten Safe Game Ordner, habe ich extra eine Kopie angefertigt auf dem Rechner. Wenn ich den kompletten Ordner hinkopieren will, dann schreibt mir Discord, diese Datei wird nicht unterstützt, also dieser Dateityp. Und wenn ich dann den kompletten Inhalt des Ordners markiere und will den da hinziehen, dann schreibt er, das ist viel zu viel Datenmenge. Könnt ihr vielleicht gerne mal in die Kommis schreiben, reicht das da aus, dieses Carrier Safe Game reinzustellen oder ich denke mal eigentlich nicht, ne? Weil da muss ja Farms und Farmland und sowas dabei sein. Und auch die Vehicles eventuell und die Buildings, ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich denke mal halt tatsächlich, dass da beim Safe Game alles mit dazu gehört, ne? Dass auch die Wege und die Gebäude und gut, die Fahrzeuge kann man dann sich selbst raussuchen, was man halt bevorzugt. Aber ich kann ja nicht nur irgendwie 2-3 XML-Dinger da reinhauen, oder? Klärt mich auf, ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da keinen Schimmel. So. Kriegt man eigentlich mit der GEMA auch Probleme, wenn man irgendein Lied pfeift? Pfeife ist wieder unterwegs, also sehe ich nichts. Geht es eigentlich mittlerweile mit dem Headtracking für euch? Nicht, dass ich euch hier so epileptische Anfälle verleiht. Hab extra in der Einstellung Smooth ausgewählt. Smooth, ne? Smooth, also so ein Weich. Weich. Dann heißt sie eigentlich. Smoothie heißt ja dann eigentlich nur Weichi. Hallo Weichi, ich trinke heute einen Weichi. Für Deive. Wenn man überlegt, so manche verenglischte Getränke oder Sache oder Gegenstände, wenn man die mal direkt ins Deutsche übersetzt, dann wird es wahrscheinlich kein Mensch trinken. Ne? Ah, ich hätte gerne so ein, keine Ahnung, ein Erdbeerweichi. Ja, sowas nicht. Ein Softie sowieso nicht, ein Softie geht gar nicht, ne? Bei den Hartmännern da draußen. Ich bin ja auf jeden Fall schon mal froh, dass dieses Ruckeln endlich aufgehört hat. Ich gehe mal stark davon aus, dass es tatsächlich an den OBS-Einstellungen bei mir gelegen hat.
Jetzt mit dem Patch vielleicht sogar noch besser, weil tatsächlich, wo war das auf welcher Karte? Ich weiß nicht, da war es nicht. Ich weiß nicht, welche Karte es war. Das war die Oberlerin, da habe ich offline mal im Dunkeln gespielt. Und da haben wir auch im Dunkeln aufgenommen. Kann auch sein. Und selbst da hat es jetzt nicht mehr rumgeflackert, rumgeruckelt. Ne? Das ist mittlerweile sehr angenehm. Das ist angenehm. Ach, ich hasse diese spitzen Ecken hier. Selbst wenn ich jetzt die eine Bahn schräg runterfahren würde, müsste ich trotzdem weiterhin ja, bis in die Spitze reinfahren. Das mag ich gar nicht. Sicher sind gerade Felder alle ziemlich langweilig. Aber wenn es wenigstens ein bisschen rund wäre, hier das mit dem Lineal gezogen, oder? Ne? Gibt ja schon 1, 2 Mod-Maps, beziehungsweise konvertierte vielleicht sogar, keine Ahnung, also eventuell. No Man's Land gibt es im Mod-Hub, das habe ich gesehen, also No Man's Land. Dann gibt es noch 2, 3 andere. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Karte hervorheben, es gibt so viele tolle Karten aus dem 19er noch. Nur die Befürchtung ist dann immer, wenn die jetzt nur in Anführungszeichen, wie gesagt, ich kenne mich mit so Sachen gar nicht aus, aber wenn die dann in Anführungszeichen nur, wie heißt das nochmal, jetzt habe ich eben gesagt, konfisziert, ne, wie? nur halt leicht abgeändert wurde, dass er halt passt auf der LS22, dann ist es wahrscheinlich so, dass die, ich weiß es nicht, kann halt schwer sowas machen. Also wenn man jetzt sieht, was hier im LS22 schon standardmäßig dabei ist, muss ja die gemoddete oder ja, Karte muss ja auch die Möglichkeit haben zur Jahreszeitenunterstützung und die ganzen Sounds zu der Maschine, die dazugehören. Ja, sowas, ich weiß nicht, wie schwer das ist. Vielleicht ist das für das Machen nicht so schwer. Ich kann mir das nicht vorstellen. Auf jeden Fall, ja. So eine Gemeinde Rade, Stappenbach, Talbach und was weiß ich, Nordfriesische. Ich glaube, der FedAction ist da schon an der Entwicklung oder an der Mache. Vielleicht gibt es die auch schon, weiß ich nicht. Ne? Aber die 3 Standardkarten zu übertrumpfen, das wird bestimmt nicht so einfach, weil. Wir sind schon hier, ja, gerade die Elm-Karte hier, die ist schon wunderschön gemacht. Und die USA-Karte eigentlich auch von der Landschaft her und die Bäche, wo man durchfahren muss und solche Sachen. Das ist schon, ja, ziemlich hochwertig gemacht. Ein Eindruck. Da fällt mir gerade ein, ich habe auch, glaube ich, gestern oder vorgestern in der USA-Folge gesagt, dass man mal langsam anfangen müsste, irgendwelche Produktionen anzuwerfen, ne? Jetzt hat man schon hier die Gebäude, die schon produzieren, dass man dann kein Weizen verkauft, sondern Mehl, beziehungsweise das Mehl dann produziert und das zur Bäckerei und so weiter, dass halt die Preise immer hochgepusht werden für das Ursprungsmaterial. Und bis jetzt habe ich noch nichts, bin schon nicht dazu gekommen. Das wären vielleicht so Sachen, Sven, die du mal machen könntest, wenn es halt, ja, gerade gefroren oder sonst was ist, ne? Dafür ist die Zeit da. Um dann eventuell andere Sachen zu machen. Muss mich nur dran gewöhnen. Ich könnte mir auch denken, dass viele von euch schon aufgefallen ist, dass ich, egal welche Mühe ich mir gebe, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es immer so ein bisschen leicht hektisch, ne? Ich muss jetzt noch das machen, ich muss jetzt noch das machen. Ja, das war im 19er auch ganz schlimm. Ja, das sind dann gleichzeitig irgendwie gefühlt 10 CP-Helfer gefahren und noch ein paar Autodriver. Das ist der Sinn der Sache. Soll ja echt gechillt ein bisschen abgehen hier das Ganze. So, die Ecke ziehen wir noch mit, wenn wir rausfahren. Also wenn das so wird, wie mit der Seitenkonsole, ne? Also am Anfang habe ich ja auch gedacht, Mensch, ich war ja ganz zu Anfang im 17er noch und noch früher habe ich das Ganze ja mit einem Xbox-Controller gezockt, ne? Wunderbar, ich konnte langsam laufen, ich konnte langsam fahren.
Weil Tastatur könnt ja nur 0 und 1, ne? Der Controller war da ein bisschen softer und hat das wunderbar gezockt. Ich mir gedacht, ich brauche kein Lenkrad und sowas, ne? Keine Pedale. Da habe ich irgendwann gedacht, komm, probierst das mal aus, ne? Siehe da, ich könnte es nun ab und zu, wenn ich gerade das Lenkrad neben ihm gedreht habe, dann mache ich mal kurz Fahrerei mit der Tastatur. Ist komplett eklig. Aber es geht, ja, aber trotzdem so Lenkrad und die Pedale hier auf dem Boden, das ist schon klasse. Vor allen Dingen hast du immer die Hand frei, um den Frontlader zu bedienen. Mach und fahr. Ah, okay, ich war zu weit vorne. Sorry. Hätte ich auch warten können, der Raudi. Maniac! Ja, aber jetzt hat man sich an Lenkrad und Seitenkonsole gewöhnt. Man will gar nicht mehr auf der Tastatur die ganze Funktionen drücken. Man will auf die Seitenkonsole, weil es einfach cooler ist. Und ich kann doch jedes Feld nicht walzen, wenn es mich veräppelt, das ist schon gewachsen. Ja, es hätte gewalzt werden müssen, so sieht's aus. Ja, und das ist alles gleiche geht das mit dem Headtracking mittlerweile. Ne? Muss gewalzt werden. Wenn ich das jetzt walze, ist es kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Aber das muss gewalzt werden, oder? Yes. Genau, das machen wir noch glatt. Aber jetzt nicht in der Folge, sondern das mache ich vielleicht ein bisschen weiter jetzt. Dass ich schon wieder so viel da gucken muss. Oh, da liegen noch Steine. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, fahren wir auf 90 Grad ungefähr. Klappen mal den Stuhl auf hier. Ja, wenn die Feldsteine da liegen, da kann man durchaus die Maschinen schneller kaputt machen, ne? So, gut, liebe Leute, ihr seht, das geht hier weiter, wie wir hier angefangen haben. Ich mache hier noch ein bisschen offline, beziehungsweise Garmin. Nee, ich muss das Ganze jetzt beenden. Und werde dann entweder heute Abend oder morgen früh wieder ganz früh die nächste Folge aufnehmen. Welche Karte es dann ist, weiß ich nicht. Das ist immer so, ja, Gefühlssache. Das war jetzt die Erlenkarte heute Morgen, weil die schon lange nicht mehr dran war. Ja, dass ich benachteiligt fühle, ne? Ich will hier nichts spalten oder nichts ja, diskriminieren. Will ich gar nicht. Ja? Macht man auch heutzutage nicht. Gehört sich nicht. Gut, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen haben sollte, teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.